So, liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist J6, All in the Mix. Hier auf dem Nollendorfplatz. Ja, bevor das Video beginnt, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mir natürlich weiterhelfen. Daumen nach oben und abonniert natürlich den Kanal. Die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Ja, und jetzt würde ich sagen, ab jetzt folgt mir auf diese Reise. Wir gehen heute durch den Nollendorfplatz. Hier gibt es ein Straßenfest von LGBTQ. Ich bin sehr, sehr gespannt. Heute mal was Entspanntes zur Abwechslung, nicht nur politisch. Politik kommt auch noch mal ein paar Videos, ist klar. Jeden Tag ist was los in Deutschland. Vor allem in Berlin. Tja, lasst es mal so ein bisschen auf euch wirken. Herzlich willkommen bei LGBTQ in Berlin. So viel Respekt muss sein. Und man muss die Jungs hier auch zeigen. Ne? Die Jungs und Mädels. Und nein, ich wurde vom Staat nicht bezahlt, das zu tun. Aber ich bin trotzdem gerne hier. Ja. Schau mal, hier wird ja richtig krass gefeiert, ne? Hier ist die Luzi los, Freunde. Hier ist Party. Ihr seht ja, was hier abgeht. Und die Kollegen sind natürlich alle vom anderen Ufer. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Jo, interessant. Gehen wir mal tiefer rein. Direkt hier am Nollendorfplatz vor dem Metropol. Ja, ab jetzt einfach mal tiefer rein. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was hier heute abgehen wird. Ne? Ihr seht ja, was hier los ist. Schauen wir mal, ob wir vorbeikommen. Die Stimmung ist auf jeden Fall da, Freunde. Stimmung ist hier. Auf jeden Fall. Ah ja. So, endlich mal ein bisschen durchgekommen hier. War nicht so einfach. Was will er für eine Durchsage sagen? Tja, Straße ist voll. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist mit meinen weißen Schuhen, aber ja gut, heute mal. Was geht denn hier ab? Gay Sonnenbrunnen, stark. Geil. Bitch Süd. Stark. Coole Sprüche auf jeden Fall. U-Bahn-Station. Das sind echte U-Bahn-Stationen bei uns in Berlin. Aber die haben die so ein bisschen verändert. Sehr interessant. Ich dachte mir, ich muss das dieses Jahr auch mitnehmen, ja, für euch extra. Warum nicht? Schon rappelvoll hier. Ich mache aber wirklich nur einen Durchgang, ja. Also hin und zurück und das war's. Mehr passiert dann auch nicht. Schau mal hier, der Wikinger. Stark, Junge. Hier geht's schon ab. Ich glaube, hier ist das Straßenfest nicht so lang. Boah, es ist voll. Und an jeder Ecke ist was. An jeder Ecke ist bestimmt. Der ist stark, Junge. Der ist stark. Heftig. Ah, Berlin halt, ne? Ah, ich bin wieder zurück. Ist schon ein bisschen weit hier. Da ist auch schon ein bisschen was los. Etwas längere Straße, aber sieht man auch. Ah. Und hier gibt es eine Show dahin auf der Bühne. Was auch immer hier los ist, alles voll. Also jetzt gerade weiß ich nicht, wo ich bin. Ich bin aber immer noch am Nollendorfplatz. Auf jeden Fall. Heftig, gehen wir mal kurz zur Seite auf den Weg. Weil hier kommen wir auch etwas weiter da vorwärts. Also auch hier ziemlich voll. Kommt die gar nicht vorwärts. Etwas schwieriger hier durchzukommen überall. Aber trotzdem. Interessant zu sehen trotzdem. Ne?
Das letzte Mal war ich vor 3-4 Jahren auf sowas. Der Christopher Street Day kommt ja auch noch. Das steht ja noch an ungefähr. Dauert noch ein bisschen, ein paar Wochen oder was. Da ist ein Typ, Digga, ist 2 Meter groß. Heftig, Alter. Was ist hier los? Geht auf jeden Fall was vorne. Weil ihr könnt einiges an meinem Blick erkennen, oder? Bro, das ist der New Style, Freunde. Heftig. LGBTQ-Community ist eine sehr, sehr starke Community. Die halten alle zusammen. So, hier ist vorbei. Ab hier ist Sense. Ich bin auch froh, dass ich da drüber bin. Einmal habe ich mir das jetzt gegeben, nochmal gebe ich mir das auf jeden Fall nicht. Also zurück muss ich nicht mehr. Einmal reicht. Interessant, interessant. Drumherum auch die Polizei, damit ja nichts passiert. Schutz ist auf jeden Fall da. Und ihr seht, immer mehr Leute kommen dazu. Ich dachte, der mit dem blonden Haar ist Luciano, Digga, mit seiner Brille. Naja, auf jeden Fall. Ihr seht, was hier los ist. Berlin Neuendorfplatz in Schwitzen. Inzwischen sind wir hier ganz woanders. Die Security chillt auch. Ich muss das nochmals erwähnen. Ja? Die LGBTQ-Gemeinschaft ist eine sehr, sehr große. Sie haben gute Wohnungen, sie haben gute Jobs. Sie bekommen vor allem in Berlin alle Wohnungen, die sie wollen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Ja? Jetzt wollen wir nicht pauschalisieren, aber ich habe persönlich nichts gegen die Leute. Ja? Auch ganz normale Menschen wie du und ich, ach nee. Und jeder macht sein Ding, jeder soll machen, was er will im Leben. Ich habe jetzt hier Dinge gesehen, die ich nicht sehen sollte oder wollte, aber es gehört dazu. Ich bin jetzt hier einmal vorbeigelaufen für euch und ja, ich privat stehe auf meine Frau. Ich bin ein kompletter Hetero durch und durch. Wer weiß, vielleicht ändert sich ja die Meinung irgendwann mal. Man weiß es nicht. Man darf halt niemals nie sagen. Tja, und hier sind wir halt, ne? Richtig viel los gewesen. Es glaubt mir mal, das waren mindestens 20.000, 30.000 Menschen, die jetzt hier aufeinander rumhocken. Ich habe ja noch mit Schnitten gesetzt hier mit dem Video. Mit Schnitten hochgeladen. Wenn ich da durchlaufen würde, hättet ihr gesehen, wie viele Leute da wirklich drumherum sind. Das war es dann auch schon meinerseits. Die LGBTQ-Community gehört einer zu den stärksten Communities weltweit. Ja? Nicht nur deutschlandweit. Und die Jungs halten zusammen und die Mädels, wie auch immer, ne? Die halten zusammen und ja, nicht nur deswegen, weil die so mächtig oder groß oder eine starke Lobby haben, sondern wer ist auch sonst dumm, schlecht über Schwulen und Lesben zu sprechen, ja? Wie gesagt, genau genommen macht jeder, was er will und jeder sollte auch machen, was er will. Verurteilen dieses, schau lieber auf dich, bevor du was sagst. So ist meine Einstellung. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, weil ich nicht gläubig bin, ne? Gut, ich glaube an mich. Aber ich meine jetzt so, dieses, wie nennt man das? Dieses Radikale halt, ne? Dieses komplette, oh, wir müssen alle gleich sein, keiner darf so sein, keiner darf so sein. Wie gesagt, jeden seins, jeden das Seine. Und man muss halt einfach offen sein auch beim Leben, ne? Jeder soll machen, was er möchte. Deswegen, ich würde sagen, das war es auch meinerseits, Freunde. Six on in the Mix. Danke euch fürs Zugucken. War jetzt kurz drauf, was geht bei dem Typen, Alter? Der ist wieder auf Schwumms, oder was? Stark, Junge. Ja. Ja. Da ist ein Typ auf dem Balkon. Der flippt komplett aus. Freunde, in dem Sinne, danke euch fürs Zugucken. Das war das LGBTQ-Straßenfest in Berlin-Neuendorfplatz. Peace.